So, hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, die PlayStation 4 Edition. Ganz kurz bevor diese Folge losgeht, muss ich hier ein paar Sachen checken, weil irgendwie laggt das nämlich bei mir die ganze Zeit. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Scheint ja zu funktionieren. Also dann, Freunde, geht's weiter hier bei der PlayStation 4 Edition. In der letzten Folge haben wir endlich das Baumhaus und samt herum drumherum alles abgeschlossen, hoffe ich doch mal. Wir sind hier bei den Kommentare lesen, Teil 6 und es geht hier heute weiter mit dem letzten Teil. Also, danke, hab das Ende nicht ganz verstanden. Achso, das hatten wir schon im letzten Part. So, lol. Dann steht hier ein Hater-Kommentar, den lese ich jetzt nicht mehr. So, sehr gutes Video. Also heute wollen wir hier diese ganzen Löcher mal flicken, weil die stören mich schon ein bisschen. Wir haben ja noch genug Erde. Hoffentlich reicht die noch. Ich denke zwar nicht, aber na gut. Sehr gutes Video, natürlich. Upsi. Das ist, weil ich halt immer wieder irgendwie nach rechts schielen muss auf meinen anderen Bildschirm, weil ich da die ganzen Kommentare habe. So, dann haben wir. Hallo, ich bin neu. Hab deine alten Videos geguckt, als du noch mit Handy aufgenommen hast. Hast dich echt verbessert. Wir können ja mal zusammen zocken. Ja, und das war erst vor kurzem, vor 2 Wochen. Wir können ja gerne mal zusammen zocken. Irgendwann. Hallo. Hä? Nein! Aus hier! Das sieht irgendwie aus wie Redstone hier. So, es geht dann weiter. Achso, ich muss wieder hochscrollen. Bleib einen Moment bitte. Ne, komm mal. So, haben wir hier irgendwie was? Ist das in den nächsten Tagen noch eine Frage bezüglich noch nicht die ganze Familie und Freundin? Und Familie und Freundin und uff. Wie bitte? Was ist jetzt wirklich schon mit den ganzen Löchern? Ich muss natürlich mal noch ein bisschen gucken hier. Erstmal gehen wir jetzt schlafen. So, dann steht da noch. Wie bitte? Es ist doch Nacht. Halbwegs. Ach, guck mal. Ach, das sieht hier so gemütlich aus. Komm, verbringen wir jetzt mal hier. Das schön hier, guck mal, sieht doch schön aus. Ne, komm, wir beobachten den Sonnenuntergang, bis es Nacht ist. Kann ich mitspielen? Nee, sorry. Bei Minecraft der PlayStation 4 Edition. Ja, das ist halt das Problem, ne? Es ist halt das legendärste Projekt bis jetzt auf meinem Kanal. Das ging jetzt wirklich ein Jahr. Das ist das Let's Play mit den meisten Folgen, mit den meisten Parts. Und ja, es hat mir auch wirklich, denke ich mal, am meisten Spaß gemacht. Irgendwie habe ich mich mehr aufgeregt, als ich eigentlich sollte. Im letzten Part gibt es auch nochmal ein riesen Fazit und auch noch alles. Da möchte ich eigentlich sehr gerne alleine spielen. Falls irgendwann nochmal ein Minecraft-Let's Play kommen sollte, das auch wirklich dazugehört, nicht so was wie Minecraft Ocean oder Minecraft World, dann kannst du gerne mitspielen. So, Bro, hab mal ein Like da gelassen und natürlich ein Abo. PS, ich bin Fan von deinem Banjo Nuts and Bowls Let's Play. Nuts and Butts. Bulls. Ja, zuerst hat er Nuts and Butts geschrieben, obwohl es Nuts and Bowls heißt. Da hat er als Verbesserung Bulls geschrieben, obwohl das mit TZ geschrieben wird. Bowls. Und nicht Bulls. Gut, also. Herr, seit wann dreht sich das Buch da? Na gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen mal wieder raus, suchen noch ein paar Löcher. Okay. Banjo gesehen, Nuts and Bowls will dich essen. Genau, habe ich einen Livestream gemacht und da hat er andauernd geschrieben, das Ding will dich essen. Jetzt laggt hier gerade. Oh, und da sind wir auch schon beim letzten Kommentar angekommen. Dachte, bist krank. Haha. Vor 13 Stunden der Kommentar, ja. Das war von meinem anderen Video, von der Parodie von. Ach, guck mal, da ist es ja. Die Parodie von Nadine de Brain aus Frauentausch. Komm, ich will jetzt mal schauen, wie sich unsere Insel entwickelt hat. Also, dachte, du bist krank. Nee, ist wegen was anderem. Dann mal gute Besserung. Wenn ich nicht krank bin, dann brauchst du mir auch keine gute Besserung zu schreiben. Du weißt ja noch nicht mal, was hier los ist. Also, und zwar war ich nämlich jetzt. Also am Dienstag war ja Feiertag am 1. Mai. Und ich war halt dann am Mittwoch, Donnerstag und Freitag nicht in der Schule,
wegen halt was anderem. Das erzähle ich wahrscheinlich auch noch irgendwann, das mache ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ihr erfährt das ja am Montag. Also bei euch nehme ich das jetzt hier gerade am Montag auf. Jetzt verschlucke ich ja nicht noch. So, das kann man jetzt von hier aus nicht so gut sehen. Ich schalte mal ganz kurz an, dass ich fliege. Ich schalte mal nichts an. Wir können ja mal hier so schauen. Sieht ein bisschen unsere Brücke, ne? Eigentlich sind wir hier wirklich schon weiter. Gut, dann war es das eigentlich auch schon mit den Kommentaren. Mehr Kommentare gibt es zurzeit nicht, aber wahrscheinlich gibt es irgendwann nochmal so eine Folge. Vielleicht nochmal, sind das Kürbisse? Hier hinten war ich noch nie, ne? Da habe ich einfach nur mal die Bäume abgefarmt. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir einfach mal, ja, einfach so ein, oder vielleicht heute fangen wir schon damit an, einfach mal so einen Rundgang durch die Welt machen. Und das schaffe ich doch nie, wenn ich da jetzt springe. Ich springe von hier. Yay! Batsch. Alles klar. Da sind ja Zahnräder in dem Baumstamm drin. Okay, jetzt bin ich hier auf Nachrichten. Da steht immer noch vor 2 Jahren und vor 3 Jahren. Sehr schön. Das war's also mit meinen Kommentaren. Okay, nimm das Ding jetzt mit. Das war's also mit meinen Kommentaren, die ich hier habe. Dann kann ich das jetzt eigentlich ausschalten und kann die Aufnahme hier wieder mal ganz kurz schauen, ob die Aufnahme überhaupt noch läuft. Die scheint noch zu laufen. Gut, dann will ich jetzt einfach, ja, was können wir denn jetzt noch machen? Hier ist ja, was macht das Schwein hier drin? Okay, das ist ja schon wieder gewachsen. Dann will ich einfach mal sagen, machen wir das mal ganz kurz. Ich lager dann noch das, die ganzen Utensilien hier ab. Ach nee, nee, ich wollte ja, okay, nee. Also, gehen wir jetzt hier hin, das Holz, das hier, die Erde. Haben wir nicht noch irgendwo Erde? Da haben wir noch grobe Erde. Ne, grobe Erde nicht. Irgendwelche andere Erde. Pflasterstein, 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 Stein. Blaue Keramik. Nee. Ich muss auch irgendwo noch. Hab ich wirklich kein Holz mehr? Kein. Doch, da hab ich schon noch Erde. Gut, das Ei kann da rein. Das kann da rein. Das nicht. Das kann da rein. Das kann da rein. Die Kartoffeln nicht. Wo habe ich die ganzen Kartoffeln her? Achso, stimmt, die wollte ich noch braten. Die Enderperle. Wann habe ich eine Enderperle gefarmt? Ach, stimmt, bei dem Dings. So, hier gekochter Fisch. Dann das bleibt da, das bleibt da. Das ist gut so. Also. Das kommt natürlich einfach mal weg. Dann gehen wir mal gerade noch hoch und laden ja die ganzen Kartoffeln ab. Okay, hier nicht. Aber dafür. So, das da, das da, das da und das da. So, und das ist auch noch roh, ne? Ne, das ist gebraten. Hä, wo ist denn das Ding von der Kuh? Habe ich das nicht aufgesammelt? Ne. Gebraten, das haben wir vielleicht tatsächlich. Alter, von dem bekommt man Angst. Von dem bekommt man Angst. Ich dachte, gerade das Foto wäre weg. Also, dann würde ich einfach mal Karten suchen. Und ich glaube, hier habe ich noch irgendwo Karten drin, ne? Ah, hier kommt die Enderperle noch rein. Bam. Wir haben Whetstone, wir haben Cheeseburger, wir haben TNT, Sattel. Ne, weißt du was? Wir nehmen unsere Enderaugen. Wir nehmen Enderperlen. Totem der Unsterblichkeit, nein. Namensschild? Nee. Freunde, und wir fügen jetzt die Enderperlen einfach mal ins Endportal ein. Ja? Wir betreten das Ende noch nicht, weil wir kommen dann nämlich nicht mehr raus. Doch nur wenn wir sterben, kommen wir wieder raus, ja, aber nee, das heißt, wir laufen jetzt einfach mal den ganzen Weg. Ich weiß zwar nicht mehr, wo das Ding ist. Wir könnten auch eigentlich mit dem Boot. Nein. Wir laufen den ganzen Weg, Freunde. Da ist ein Pferd.
Vielleicht können wir ja mit dem reiten, aber wir haben unseren Sattel nicht. Oder ist das unser Pferd? Nee, das ist nicht. Das ist auch nicht. So, ich muss also irgendwie. Alter, was ist das denn? Vielleicht kann ich ja den Berg hier hoch und dann irgendwie runterspringen. So, 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 so. So, 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 so. Da, 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 da. So, das war wirklich schlecht. Bam. Bam. Batz, batz. So, da komme ich ganz sicher nicht hin. Ja, hier. Kennt ihr den noch? Ey, komm, ich stelle jetzt nicht hier hoch, oder was? So. Jetzt, das sieht doch schön aus. Wir haben da unsere Insel mal wieder. Wie komme ich jetzt darüber? So garantiert nicht. Machen wir das einfach mal so. Ja, und jetzt einfach mal da lang, dang, 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 dang. So. Ich frage mich, wie ich später wirklich wieder zurückfinde. Weil das ist ja hier wirklich ein langer Weg. Das Enderportal ist irgendwo ganz da hinten. Das ist nicht irgendwo da. Nee, das ist noch weiter. Wäre ich nicht wirklich schneller gewesen, wenn ich mit dem Boot da lang gefahren wäre. Ja, komm, ich gehe jetzt wirklich wieder zurück. Hol noch das Boot. Sind wir den ganzen Weg hier umsonst gegangen. Wir holen unser Boot. Und dann retten wir uns in der Not. Ey, ganz knapp jetzt. Das gibt's ja wohl nicht. Wenn wir jetzt wieder alles verloren haben, ne? Und wieder so ein Bug. Wenn es wieder so ein Bug gibt. Wo war das jetzt? War das da oben an dem Berg? Ich habe schon wieder nicht mein Boot mitgenommen. Mein Boot ist weg. Ach, da ist ja. Einfach das Eichenboot jetzt mitnehmen. Bam, bam. So. Und fahren. Aber wir wollten ja nochmal zum Wassertempel, ne? Im Creative Mode. Ja, wir gehen noch in den Creative Mode. Ein einziges Mal gehen wir noch dorthin. Und auch zum Wassertempel und auch in Nether. So. Jetzt muss ich erstmal meine Sachen hier suchen. Wo bin ich denn runtergefallen? Irgendwo hier. Oder? Verdammt, wo ist das nochmal? War das jetzt da? Ja, das war da. Nee. Verdammt, wo bin ich? Jetzt regnet es noch. Wo bin ich denn jetzt gestorben? Ist das jetzt wirklich wieder dieser Bug? Moment, nee, das war nicht hier. Moment mal. Nimm das Boot mit. Wie viel Hitpoints hat denn das Vieh? War das hier? Ich glaube, das war hier. Ja.
Da hinten war doch gerade irgendwas, oder? Okay, jetzt schnell die Enderperlen einsammeln. Das ist immer noch das Wichtigste. Die Enderaugen, meine ich. Da sind sie. Nee, das ist mein Brot. Habe ich alles? Nein! Ich habe ihn eben gesehen. Aber jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Habe ich denn alles? Ich glaube, ich habe alles, oder? Ich gehe mal lieber ins Wasser. Nein. Diesmal nicht. Ich stelle mich jetzt mal hier hin, ordne kurz mein Inventar. Und dann kann ich schauen, ob ich alles habe. Mir fehlt jetzt schon meine Axt. Bam, bam. Bam, bam. Wenigstens ist meine Rüstung noch da. Mein Brot ist noch da. Das Ding ist noch da. Das Ding sollte eigentlich hier hin. Meine Enderperlen sind da. Das war eben da. Das war da. Mir fehlen noch diese. Oh, 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 oh. Ich muss was essen. Ey, ich sehe absolut nichts hier. Verrottetes Fleisch. Ich brauche meine Hühnerkeule. Du musst doch hier irgendwo liegen. Mann, ich sehe hier absolut nichts. Das gibt's doch nicht. Ich fahre jetzt nach Hause. Nein! Ey, das gibt's ja wohl nicht. Was werde ich denn hier die ganze Zeit angegriffen? Kann ich mich jetzt hier hinstellen und mein Boot suchen? Danke. So, ich fahre jetzt schnell nach Hause. Ich suche gleich einfach mein. Nein, es ist auch noch so ein Vieh. Da ist ein Creeper natürlich. Da wächst ein Pilz. Nein, das war noch was. Ich weiß gar nicht, was das gerade war, aber ist egal. So, jetzt muss ich einfach schnell nach Hause irgendwie. Ohne groß Aufmerksamkeit zu erregen. Schneller. Nein! Nein! Was macht das Vieh im Haus? Spinnen im Haus, das gibt's ja wohl nicht. Das ist doch genug ausgeleuchtet. Okay, heute habe ich ein schlechtes Gefühl, um da oben noch mehr ins Haus zu gehen. Deshalb gehe ich lieber hier hin. Hier fühle ich mich sicher mit meinen Freunden im Bunker. Hier sind auch Spinnenweben. Das gibt's ja wohl nicht. Ich dachte gerade, da steht jemand. Ist das Unwetter jetzt endlich vorbei? Hier fühle ich mich sicher. Huh, meine Axt. Ich muss suchen, ich muss suchen. Was ist das denn? Das habe ich nicht dahin gehangen. Und das Schlimmste ist hier, ich kann jetzt nicht mal die Folge beenden, weil das hier nämlich eigentlich die letzte Aufnahmesession. Ist das ein Mini-Creeper? Nee. Hallo. Tschüss. Nein, 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 nein. Steig ein. Steig ein. Schnell weg. Schnell weg. Puh. Aber gerade noch so jetzt geschafft. Wenn ich jetzt meine Axt nicht mehr finde. Und meine Hühnerkeule. Seht ihr das da irgendwo? Nee. Vielleicht liegt es irgendwo im Wasser. Hm. Das gibt's ja nicht. Wo ist meine Axt hin? Ist die nicht hier irgendwo? Das gibt's ja wohl nicht. Aber das ist wirklich immer so. Immer kurz vorm Wasser fällt man auf den Boden. Das ist auch im Real Life oft so. Na gut, kann man halt nichts machen. Dann ist es halt weg. Schon wieder mit einem Bug. Und, oder ich sehe es einfach nicht und bin zu dumm. Na gut, Freunde. Aber wir kehren jetzt zurück. Das war erstmal genug Aufregung. Für mich auch für diese Aufnahmesession. Habe ich die jetzt hier hinten drauf? Nein! Ich will das wie nicht. Raus aus meinem Boot.
geschafft. Was? Ah! Nein! Das war eben ein Schaf. Ich dachte, das wäre ein Zombie. So, jetzt muss ich irgendwie wieder hier reinkommen. So. Tür zu. Fertig. Freunde, in der nächsten Folge sehen wir dann, wie es hier weitergeht. Wir suchen weiter das Endportal. Ja. Ich hoffe, euch hat diese Folge mal wieder gefallen. Ich muss mein Haus reparieren, damit hier keine Spinne mehr reinkommt und ich kein Spinnenauge mehr einsammeln muss. Warum habe... Meine Kartoffeln sind auch noch da, oder? Ja. Okay, Freunde, das war's dann aber erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, ich will eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich habe keinen Bock mehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.